Legt sie still! Frederiksen sagt, er nimmt mich bald raus aus der verdammten Nachtschicht. Na endlich. Wird aber auch langsam Zeit, mein Lieber. Offenbar einen völligen Gedächtnisverlust. Falls er wieder auftauchen sollte, müssen Sie mich sofort verständigen. Wo Ihr Mann auch immer ist, er ist auf der Suche nach sich selbst. Schläft Murdoch nicht während des Tunings, wie die anderen es tun? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist er schon eine Stufe höher auf der Evolutionsleiter. Eine Laune der Natur. Er passt sich an, um zu überleben. Was erwarten Sie? Waren Sie nicht auf der Suche nach der menschlichen Seele? Das ist doch der Zweck Ihres kleinen Zoos, nicht wahr? Deshalb verändern Sie ja Nacht für Nacht Menschen und Dinge in der Stadt. Hallo? Warte auf! Hey! Warte auf! Warte auf! Der Bedarf für heute Nacht besteht in 12 Familienfotoalben, 9 persönlichen Tagebüchern, 17 Lebensläufen mit den zugeordneten Fotos der Betreffenden. Ich werde noch eine Spur unglückliche Kindheit hinzufügen. Einen Spritzer jugendlicher Rebellion. Und jetzt, um es zu verfeinern, noch einen tragischen Todesfall in der Familie. Das Tuning kann beginnen. Gefälschten Identität. Genau wie jeden anderen in dieser Stadt. Und wer sind Sie? Ich war früher Polizist. Jedenfalls, in diesem Leben war ich's. Sie stehlen ihm das Gedächtnis. Sie tauschen's aus, jemand anderer kriegt es. Ich kann sehen, wie sie's tun. Sie tauschen immer hin und her, bis keiner mehr weiß, wer er eigentlich ist. Woher wissen Sie das alles? Naja, manchmal wacht einer von uns auf, wenn sie beim Austauschen sind. Es soll zwar nicht sein, aber es passiert. Und mir ist es passiert. Sie kennen Shell Beach. Natürlich. Und Sie wissen, wie Sie da hinkommen? Ja. Sagen Sie es mir. Na schön, man fährt einfach nach... Sie fahren... Wohin? Bis wohin fährt man? Geben Sie mir eine Sekunde, ja? Sie können sich nicht mehr erinnern, stimmt's? Ist das nicht merkwürdig? Die Stadt gehört uns. Wir haben sie erschaffen. Was wollen Sie damit sagen? Wir haben diese Stadt gestaltet auf dem Fundament gestohlener Erinnerungen. Aus den verschiedenen Epochen formten wir sie zu einer einzigen Symphonie. Erinnern Sie sich? Sie fragen sich vielleicht, warum ich ständig in Ihren Erinnerungen auftauche. Das liegt daran, dass ich mich in Sie eingefügt habe. Ich habe all dies für Sie bewerkstelligt, um Sie über die Fremden zu informieren. Das gesamte Wissen eines Lebens in einer einzigen Injektion. Sie werden überleben, John. Sie werden die Kraft in sich selbst finden. Und sie werden sich durchsetzen. Bleiben Sie dran, John.